Ja, jetzt wo ich da am Hartberger Bahnhof stehe, erinnere ich mich ganz gerne an meine erste Urlaubsreise. Ganz alleine, ohne Eltern, ohne Lehrer, die nach Zell am See mit der Bahn führte. Und das war ein Erlebnis, das habe ich nicht mehr vergessen. Ja, meine Damen und Herren, viele reden von der Mobilitätswende. Hier findet sie statt. Ich befinde mich hier in einem ultramodernen elektrischen Triebwagen der Rababahn, dem Ventus, Elektromobilität pur und ein Vorzeigebeispiel, wie auch in ländlichen Gebieten öffentlicher Verkehr und alternative Mobilität in der Zukunft aussieht. Die Zukunft hat also hier schon begonnen, die Mobilitätswende ist extrem wichtig, weil wir alle wissen, dass wir unsere Klimaziele einhalten müssen und in Österreich ist der Verkehr der größte Emittent an Treibhausgasen, 45%. Das Ministerium für ein lebenswertes Österreich ist hier einer der Impulsgeber. Wir unterstützen innovative Mobilität, insbesondere Elektromobilität mit einem großen Aktionspaket gemeinsam mit dem Verkehrsministerium. Und wir haben in einem großen Programm Klimaaktiv Mobil ein maßgeschneidertes Angebot für Gemeinden, Regionen, Städte, Betriebe, wo wir Mobilitätslösungen unterstützen, die CO2 einsparen. Über 8000 Partner, über 600.000 Tonnen CO2. Und Mobilität spielt auch eine wichtige Rolle, nicht nur in der Stadt, sondern auch im ländlichen Raum. Der Masterplan Land, der vor kurzem vom Minister Ruprecht präsentiert wurde, hat einen Schwerpunkt auch auf die Mobilität und der öffentliche Verkehr spielt hier eine zentrale Rolle. Wir müssen auch im ländlichen Raum verkehrsfreie Wahl der Verkehrsmittelwahl garantieren. Die Mobilitätsoptionen sollen nicht nur in der Stadt vorhanden sein, sie müssen auch im ländlichen Raum vorhanden sein. Die Regionalbahn, der öffentliche Verkehr, die Kombination aus Bahn, Bus, Taxi, Fahrrad, zu Fuß gehen, ist auch für den öffentlichen Raum eine extrem wichtige Alternative. Daher kann ich Sie nur einladen, nutzen Sie dieses Angebot, das wir hier zum Beispiel im Nordburgenland geschaffen haben, aber auch in anderen Teilen Österreichs wird daran gearbeitet und auch international ist die Renaissance der modernen Regionalbahn, die nicht mehr mit Diesel fährt, sondern elektrisch, nicht auch zu haben. Meine Bürger benutzen die Bahn, damit sie zum Arbeitsplatz kommen. Die Schüler benutzen die Bahn, damit sie zur Schule kommen. Auch unsere Touristen nehmen die Bahn gerne und fahren zu uns am Bahnhof und weiter mit dem Gmurbus direkt am Neusiedler See. Für uns in Langenlois ist die Kammtalbahn sehr wichtig. Zahlreiche Schüler und Studenten, ja, und auch viele Ein- und Auspendler nützen diese Kammtalbahn. Der nahegelegene Umsteigebahnhof in Hadersdorf ist sehr komfortabel für die Zugfahrer, da der Wieselzug am gleichen Bahnsteig weit wartet. Die Regionalverbindung nach St. Pölten wurde in den letzten Jahren deutlich verbessert. Ja, und immer mehr nützen Touristen diese Kammtalbahn, hier in unsere Stadt zu kommen. Und ich denke immer wieder im Weinfrühling, am Beginn des Jahres, wo zahlreiche Familien mit Kindern hier aus Wien zu uns nach Langenlois kommen und einen gemütlichen Tag verbringen, auch ein gutes Glas Wein trinken und dann wieder sicher mit der Bahn nach Hause kommen. Wir machen diese Regionalbahntagung Klimaaktiv Mobil gemeinsam mit dem Klimabündnis, weil es um die Zukunft der Regionalbahn geht. Früher hat man beim Thema Regionalbahnen immer ans Auflassen gedacht. Diese Zeit ist Gott sei Dank vorbei. Die Regionalbahn, die moderne Regionalbahn, ist der Hoffnungsträger für eine ganze Region. Elektrisch, emissionsfrei, das heißt, wir müssen auch jetzt andenken, wie wir die Regionalbahn in der Zukunft gestalten. Mit Brennstoffzelle, mit Elektromobilität. Alle diese Dinge und die Vernetzung mit dem öffentlichen Verkehr in der Region bedarf die Zusammenarbeit aller Akteure und die Regionalbahntagung und der Regionalbahntag ist hier die perfekte Plattform, um die Bürgermeister, um die Wirtschaftstreibenden, um die Verbände, die Gemeinden, Regionen, die NGOs an einen Tisch zu kriegen, um gemeinsam an der Renaissance der Regionalbahn für die Mobilitätswende der Zukunft zu arbeiten. Ich wünsche viel Erfolg dabei.
Der Erhalt der Kammtalbahn ist für unsere Region auch in Zukunft sehr wichtig. Zahlreiche Verbesserungen wurden in der Vergangenheit durchgeführt. Ich denke hier an den Tagfahrplan, an den neuen. Jedoch sind auch noch einige Sanierungen erforderlich. Ich denke hier an die Langsamfahrstellen hier im Kammtal bzw. barrierefreie Bahnsteige. Ja, und die Zugsgarnituren könnten vielleicht auch noch ein bisschen attraktiviert werden. Ja, bei der Mobilität in der Zukunft wird die Bahn eine große Rolle spielen. Es wird ein geändertes Verhalten, Mobilitätsverhalten der Bevölkerung geben. Carsharing wird immer mehr kommen, die Kombination Schiene und Fahrrad wird immer mehr kommen und das ist in einer Klima- und Energiemodellregion wie Hartberg ein wichtiger Punkt und daher werden wir alles unternehmen, auch hier die Bahn zu begleiten in der Mobilität für die Zukunft. Mhm.